Ja, hallo, guten Tag zur ersten nachgeholten Sitzung der Ringvorlesung Turbulente Psychen. Noch bevor wir jetzt inhaltlich einsteigen, möchten wir, wie fast schon tradiert, das Wort an das DolmetscherInnen-Kollektiv Enterprise übergeben, die uns immer noch und immer noch sehr solidarisch unterstützen durch ihre Sprachmittlung. Und vielleicht sind ja auch heute einige Personen quasi neu dabei, die ihre Ansprache und auch die technischen Voraussetzungen für die Nutzung der Übersetzung noch nicht kennen. Ja, schönen guten Abend. Enterprise ist ein Kollektiv aus Menschen mit Dolmetscherfahrung aus Leipzig. Unser Anliegen ist es, Gruppen und Initiativen zu unterstützen, die sich politisch oder sozial und kulturell gegen Herrschaftsverhältnisse einsetzen, indem wir sie mit der Arbeit der Sprachvermittlung bei Veranstaltungen unterstützen. Als DolmetscherInnen möchten wir die Wichtigkeit unserer Arbeit verdeutlichen. Sprache ist nicht nur ein Werkzeug für Kommunikation, sie ist grundsätzlich politisch. Denn Sprache schafft Realität, spiegelt und reproduziert Machtverhältnisse, kann Barrieren schaffen oder überwinden, je nachdem, wie wir sie einsetzen. Außerdem wollen wir der Sprachmittlung, die zu oft als maschinenartige Dienstleistung behandelt wird, ein Gesicht geben, um als Gruppe mit eigenen politischen Anliegen präsent zu sein. Verdolmetschung ist keine maschinelle Dienstleistung. An alle, die heute Abend beitragen werden. Bitte sprecht langsam und deutlich. Ihr werdet verdolmetscht. Ja, auch vielen herzlichen Dank für die Einführung. Ich werde Deutsch sprechen und ich habe mir das zu Herzen genommen und mir ein Reminder geschrieben, dass ich Enterprise nicht über Gebühr belaste. Also vielen Dank und ja, herzlich willkommen. Guten Morgen, guten Abend, guten Tag. Ich begrüße Sie herzlich zur nachgeholten ersten Veranstaltung. Zerbrechlichkeit und Angst, Revolution gegen das Leben. Und im Namen der Organisatorin vom Institut für Sozialforschung, dem Institut für Humangeographie und Medico International. Und ganz besonders begrüße ich unsere Referentin Pumi Sondi aus Südafrika und meine Kollegin Usche Merk, die später mit Pumi und uns diskutieren wird. Und ich schicke Grüße in den Luftraum, irgendwo zwischen Argentinien und Brasilien, an Rita Segato, die unsere eigentliche zweite Referentin für heute gewesen wäre und nun in einem Flugzeug sitzt, um einen Impftermin wahrnehmen zu können. Das werden Sie und werdet ihr dann aber später noch von Rita selber hören. Ich konnte gestern Abend noch ein Interview mit ihr führen, sodass wir, das wir aufgezeichnet haben, immer auch wieder Gedanken von ihr mit einspielen können. Genau, ich bin Julia Manek, psychosoziale Referentin in der Öffentlichkeitsarbeit von Medico International und zusammen mit meiner Kollegin Usche Merk und mit Lucian Kirschbaum vom Institut für Humangeographie, der heute den Chat moderiert, werden wir diese Sitzung mit Pumi gestalten. In dieser Sitzung, die ja chronologisch Mitte November, also eigentlich als erste der Reihe geplant war, versuchen wir, das pandemische psychosoziale Geschehen quasi auch chronologisch entlang von Affekten der Angst zu entfalten und mit dem zu beginnen, was quasi vor der Pandemie war oder der Pandemie vorgelagert, was wir Revolution gegen das Leben nennen. Denn die Polypandemie, von der wir sprechen, hat sich nicht zuletzt ja auch deshalb so ausbreiten können, weil die Entfesselung des Neoliberalismus auch eine Revolution gegen das Leben war, die Schutz- und solidare Systeme maximal ausgehöhlt hat. Und Angst und Furcht verbunden mit der Erfahrung der eigenen körperlichen Vulnerabilität sind dabei ein zentraler Bezugspunkt. Denn zu Anfang der Pandemie gab es ja einen Moment, an dem plötzlich hätte möglich sein können, dass wortwörtlich alle plötzlich hätten sterben können. Und dieses alle machte natürlich plötzlich auch alle irgendwie gleicher. Und gleichzeitig wurden aber auch Menschen noch ungleicher gemacht. Und die Trennlinien, wenn wir von der Pandemie als einem Epochenbruch sprechen, dann verliefen doch dennoch Trennlinien und Verschärfung von Ungerechtigkeiten in dieser Polypandemie ohne jegliche historische Brüche über Rassismus, A little slower. über die Ausbeutung und Marginalisierung von Armen und die Verweigerung des Zugangs zu Impfstoffen für arme Länder des globalen Südens. Auch die Verschärfung von Gewalt gegen Frauen und Queers ist zu nennen. Und viele Menschen sind ja nun auch wirklich verstorben.
Ja, mit der Pandemie und diesem Schreck auch über die eigene Vulnerabilität zeigten sich verschiedene Formen von Angst und auch deren Abwehr. Vielleicht erinnert ihr euch über diese überflutenden Ängste am Anfang, die sichtbar wurden in den leergekauften Supermarktregale und diese Supermarktregale nicht nur Symptome der Angstkäufe, sondern auch Zeugen der Kaufkraft von denen, die in der Lage sind, Regale leer zu kaufen. Denn demgegenüber haben unsere Partnerinnen immer wieder von Angst als doppelter oder auch dreifacher Todesangst berichtet, wenn der eigentlich lebenssichernde Lockdown durch Hunger oder auch femizidale Gewalt zur Lebensbedrohung wurde. Und natürlich auch, das wird immer wieder spürbar, 2 Jahre nach dem Pandemieausbruch gibt es irgendwie so eine dumpfe, lähmende Angst oder eine latente Endzeitstimmung. Öfter wird irgendwie das Wort Apokalypse in den Mund genommen. Denn mit der Pandemie wurde natürlich nicht nur die Verletzlichkeit der Körper, sondern auch des gesamten Lebens auf dem gesamten Planeten deutlich. Also, dass sich im Klimawandel, der nun auch immer schlechter verleugnenbar ist, manifestiert. Und um diese Ängste herum und die sozialen Dynamiken, die sie umgeben, haben wir unsere Referentin Pumi und auch unsere Referentin Rita gefragt, was denn diese Revolution gegen das Leben eigentlich war und welche Ängste und welche Angstabwehren mit dem Ausbruch der Pandemie eigentlich verbunden waren bzw. verbunden sind damals und bis heute. Und liebe Pumi, ich freue mich sehr, 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 dass du die Zeit gefunden hast oder beziehungsweise dir die Zeit genommen hast, denn in Südafrika sind eigentlich schon Ferien, hier mit uns zu diskutieren. Du arbeitest seit über 25 Jahren mit Menschen, die extremer Marginalisierung, Diskriminierung und Gewalt ausgesetzt sind. Du bist Sozialarbeiterin, du bist Therapeutin, klinische Direktorin von Sophia Town Community Psychological Services in Johannesburg in Südafrika. Sophia Town ist eine ungewöhnliche, engagierte Organisation, die psychosoziale Unterstützung eben nicht nur als Luxus betrachtet, Luxus einer verunsicherten Mittelschicht vorbehalten, sondern als Zugang zu empathischer Zeugenschaft für die strukturellen Verbrechen, die Menschen angetan werden. Und gleichzeitig unterstützt du Care-Arbeiterinnen aus den marginalisierten Gemeinden in Südafrika, die medizinische Versorgungshilfe leisten und in der Pandemie mehr als zuvor, obwohl sie selbst verletzt und auch gezeichnet sind durch Ausgrenzung und Gewalt. Darüber hast du ein Buch geschrieben, Strengthening the Wounded Carer, und den Link werde ich später noch in den Chat posten. Das Buch ist online einsehbar. Ich finde es immer wieder inspirierend und gleichzeitig auch aufrüttelnd, dir zuzuhören und welche Erfahrungen, Beobachtungen und Analysen du über Angst in der Pandemie gemacht hast. Darüber wirst du uns gleich später selbst berichten. Ich möchte kurz diese spannungsgeladene Situation aufklären, warum Rita nicht in digitaler Präsenz hier ist und sie deshalb zu Eingang gerne kurz selbst zu Wort kommen lassen und schildern lassen, wie ihre Situation, die so turbulent ist, wie der Name der Ringvorlesung selber ist. Um dann quasi in Ruhe das Wort an Pumi und an Usche zu übergeben für die Diskussion und auch die Moderation des Vortrags. Und danach, dieser Diskussion, möchten wir einen experimentellen Rahmen öffnen und schauen, ob wir es hinbekommen, immer mal wieder Ideen von Rita auch per Video einzustreuen und Pumi und auch Usche als Diskutantin bitten, inhaltlich darauf zu reagieren. Wir werden schauen, ob das so funktioniert. Genau, Rita Segato, wer sie noch nicht kennt, sie ist Anthropologin, emeritierte Professorin, eine der wohl wichtigsten dekolonialen feministischen Denkerinnen der derzeitigen Zeit. Und sie hat eigentlich mit ihrem Beitrag auf der Tagung Rekonstruktion der Welt im Februar einen Grundstein gelegt für diese Reihe. Mit unter anderem der These, dass die Pandemie all jene Abwehrmechanismen aushebelt, mit denen das moderne Subjekt, insbesondere der reiche, weiße, heterosexuelle Mann, die eigene Sterblichkeit aus dem Leben verdrängte. Und darauf haben wir, das hat uns so inspiriert, dass wir diese Reihe quasi entwickelt haben.
Und mindestens genauso relevant wie Ritas akademische Arbeit ist auch ihr Aktivismus, ihre politische Strahlkraft. Sie hat wichtige Begriffe mitgeprägt und das Kollektiv Las Tesis haben ihre Performance Ein Vergewaltiger auf deinem Weg und Un Violador en tu Camino haben sich zentral auf Rita berufen. Die Performance wurde auch schon in der letzten Sitzung angesprochen. Und wir hatten gedacht, dass quasi, wenn es darum geht, kritisch und gemeinsam Ideen zu entwickeln, dann waren wir uns sicher, dass Pumi und Rita sich super gut ergänzen würden und Verbindungslinien zwischen den beiden bestehen, eben nicht nur angesichts ihrer kritischen und dennoch auch lebensbejahenden Interventionen, angesichts von unmenschlichen und tödlichen Ausbeutungsverhältnissen, sondern eben auch über ihre langjährige aktivistische Arbeit zusammen mit marginalisierten Frauen und Aktivistinnen wieder auch tödliche patriarchale Verhältnisse. Na gut, so, stellen Sie sich vor, stellt euch vor, wir hätten Rita nun vor uns und würden sagen, hier, liebe Rita, vielen Dank für deine wegweisenden Ideen. Deine Situation ist ja nun wirklich gerade emblematisch für diese Ringvorlesung. Erklär doch mal, warum quasi der Name Turbulente Psychen eigentlich Programm ist und ob sich die Pandemie dadurch vielleicht auch ein bisschen erklären kann. Ich hoffe, dass Sie jetzt meinen Bildschirm sehen und würde jetzt das Wort an Rita übergeben. ¿Qué me está causando la pandemia a mí en este momento? Exactamente. Was die Pandemie jetzt gerade mit mir macht, das erzähle ich gerne. Das erläutere ich gerne. Dabei bedenke ich aber, dass mein Fall einer von Millionen von Fällen ist, in denen die Pandemie auf unterschiedlichste Arten und Weisen Kopfzerbrechen hervorruft. Meine Situation ist also wie folgt. Ich hatte mich bereits 2019 dazu verpflichtet, ein Seminar über dekoloniale Feminismen und die Kolonialität der Macht an der Universität Princeton zu geben. Im ersten Jahr der Pandemie, 2020, konnte ich aufgrund der Pandemie nicht reisen. Jetzt ist es jedoch wieder möglich zu reisen und es ist auch möglich, das Seminar als Präsenzveranstaltung zu geben. Aber in Argentinien habe ich die Sputnik-Vakzine bekommen und mit dieser Vakzine ist die Einreise in die USA nicht möglich. Also schrieb ich allen meinen Freundinnen, die überall auf der Welt verteilt leben, um herauszufinden, ob ich irgendwo mit der Vakzine von Johnson geimpft werden könnte. Ich fand schließlich eine Möglichkeit, und zwar in Foz do Iguaçu, wo ich früher auch gelebt habe. Dort war eine Charge mit Impfstoff angekommen. Und da schrieben mir meine Kolleginnen und Freundinnen, sie sind alle Frauen und so ist es immer. Wir sind ein Netzwerk aus Frauen, das sich gegenseitig hilft. Sie schrieben mir also, hier ist eine Charge des Impfstoffs von Johnson angekommen. So muss ich also von einem kleinen Dorf namens Tilcara, der Ort, an dem ich lebe, hier in der Schlucht von Huamahuaca, die sich nahe der Grenze zu Chile und Bolivien im Nordwesten Argentiniens befindet, nach Foz do Iguaçu reisen. Ich werde also von hier nach Salta reisen, der Hauptstadt der angrenzenden Provinz. Von dort aus gibt es einen Direktflug nach Puerto Iguaçu. Von dort aus werde ich dann die Grenze auf dem Landweg überqueren, um von Argentinien nach Brasilien nach Foz do Iguaçu zu gelangen. Und dort werde ich mich dann am Tag meiner Ankunft impfen lassen. Und am Tag darauf werde ich wieder zurückreisen. Moment, also genau, Rita bekommt eine Impfung. Sie wird mit Johnson und Johnson hoffentlich geimpft in einem kleinen Ort in Brasilien, um dann ein Seminar in Präsenz in den USA leiten zu können, sitzt jetzt gerade wahrscheinlich im Flieger. Auf die Bitte hin, ob sie diese Situation noch nutzen könnte, um die Pandemie daran vielleicht zu erläutern, sagte sie Folgendes. Para hacer todo ese movimiento, ese complejo viaje, desde acá hasta allá, en tiempo récord, o sea, muy rápidamente, implica el tener recursos disponibles para hacerlo, sin duda. Si no los tuviera, sería absolutamente imposible. Así como eso, vemos la... Para mí la pandemia, como he dicho en algunas oportunidades, es como un gran escáner, ¿no?
que rodea el planeta y va mostrando dónde están las insuficiencias de la forma en que vivimos. Die Pandemie führt also dazu, dass sich die Fragilität unserer Lebensweise manifestiert. Deswegen sage ich, dass es wie ein Scanner funktioniert. Also die Pandemie führt dazu, dass verschiedene Sachen zum Vorschein treten. Und das ist sehr komplex, weil es vor allem auch Ungewissheit hervorruft. Und für uns EuropäerInnen ist das vielleicht noch wesentlicher, denn ihr EuropäerInnen neigt dazu, Sicherheit und Pläne haben zu wollen. In Plänen und Projekten strebt ihr nach Sicherheit und Genauigkeit. Und die Pandemie zeigt uns, dass das weder möglich noch menschlich ist. Das bedeutet, es ist unerlässlich, die Zeit wieder zu respektieren. Und die Zeit zu respektieren bedeutet, Ungewissheit zu respektieren. Und die Zeit respektieren bedeutet, Ungewissheit zu akzeptieren. Die Pandemie hat es also geschafft, uns zu erschüttern und unser Bewusstsein für die unvorhersehbare Natur der Zeit zu schärfen. Ich verwende das Wort Zeit, aber wir könnten hier auch von Geschehnissen oder dem, was passiert oder passieren könnte, sprechen. Die Zeit ist wie eine Ware, die verkauft und gekauft werden kann. Die Pandemie ist wie eine Umgebung, die geschaffen wurde, in der uns die Idee von Kontrolle verkauft wurde. Kontrolle über die Zeit und das Leben. Und diese Botschaft, dass alles unter Kontrolle ist, ist in sich zusammengefallen und ist gescheitert. Und das ist wichtig, denn so wurde uns bis dahin vermittelt, dass bestimmte Bedingungen und Veränderungen im Geschäftsleben, die vorher unmöglich schienen, sind jetzt plötzlich möglich. Normalerweise wären die unmöglich, weil die Gesetze dem Kapital unterstehen. Das Kapital schafft die Regeln für unser Zusammenleben. Und plötzlich ist die Pandemie da und diese ganzen Dinge sind veränderbar. Und plötzlich werden internationale Flüge gecancelt und es gibt keinen Zugang zu Benzin. Alles, was irgendwie unbewegbar schien vor der Pandemie, geregelte Arbeitszeiten, wurden verändert. Vor allem die Regeln der Wirtschaft. Und die Wirtschaft lenkt normalerweise unser Leben, damit wir Dinge kaufen, verkaufen, produzieren können. Und da konnte nichts verrückt werden, nichts verändert werden. Und auf den anderen Moment konnten plötzlich eine Gruppe politischer Entscheidungsträger an ihren Reglern drehen und diese Veränderungen hervorrufen. Und das ist irgendwie das Gute an dieser Katastrophe. Vielen Dank, Rita. Wir hatten gedacht, dass wir Ihnen und euch und uns in diese Diskussion noch kurz diesen Rückblick mitgeben wollten und auch die Erschütterung, also nicht nur der Subjektivität, sondern auch das Wissen darum, dass auch Kapitalismus nicht naturgegeben ist, dass man theoretisch auch anhalten könnte und vielleicht auch noch diese kurze Notion der Hoffnung, die Rita da benennt, denn in den letzten Sitzungen ist immer wieder oder sehr deutlich geworden, dass es doch auch sehr schwer ist, hoffnungsvolle Perspektiven und widerständige Perspektiven zu skizzieren.
Und genau, nach dieser kurzen, hoffentlich auch erfrischenden Einschub möchte ich jetzt das Wort an Usche Merk und auch an Pumi vor allen Dingen übergeben. Ich kenne Pumi seit einem Jahr und Usche aber verbindet schon eine jahrelange Arbeit mit Pumi. Viel Spaß. Ja, hallo, jetzt komme ich nochmal dazwischen. Ich freue mich wirklich sehr, Pumi, dass du heute hier bist, leider auch nur digital. Vor kurzem hatte ich die Gelegenheit, nach Südafrika zu reisen und war ganz kurz davor, mit dir zusammen mich zum Mittagessen zu treffen, als dann plötzlich Omikron auftauchte und mich zwang, meine Pläne zu ändern und ich nach einer Woche wieder nach Deutschland reisen musste. Also die Unberechenbarkeit ist überall. Immerhin sind wir seit der Pandemie in einem sehr intensiven, regelmäßigen digitalen Austausch mit ca. 25 psychosozialen Praktikerinnen und Aktivistinnen aus 8 Ländern zwischen Lateinamerika, Afrika, Europa und Nahost, wo wir zwischen Konzepten und Strategien auch unsere Erschütterungen teilen. Und aus unserer Angst, aber auch unserer Wut über was hier in dieser Welt geschieht, ist ein politisches Projekt der Entprivatisierung des Leids geworden, das auch zu dieser Diskussion heute führte. Und welche Erfahrungen, Beobachtungen, Analysen du über die Angst in der Pandemie gemacht hast und was es mit den Menschen anstellt, darüber wirst du uns jetzt gleich berichten. Pumi, jetzt geht das Wort an dich. Vielen Dank. Vielen Dank, Usche und Julia, mir diese Möglichkeit gegeben zu haben, und guten Abend an alle, die es heute geschafft haben, hier teilzuhaben. Nachdem wir am 8. November solche Schwierigkeiten hatten. Ich habe eben daran gedacht, dass wir heute in Südafrika den Tag der Wiedergutmachung feiern sollten. Es ist ein Feiertag. Und ich habe darüber nachgedacht, dass unser Kampf als eine Nation, als eine Gruppe von Menschen, als eine Gesellschaft mit unseren Ängsten zu tun hat. Und zwar, Entschuldigung, der Ton hängt, mein Bild hängt. In all our differences. But I was uns also gegenseitig kennenzulernen in allen unseren Unterschieden. Aber auch in der Pandemie selber sind die Ängste, die wir erfahren, ich meine, alle diese Ängste sind normal. Sie sind okay, sie zu verspüren. Aber manchmal denke ich, dass es auch wichtig ist, die Ängste in den unterschiedlichen Strata wahrzunehmen. Zum Beispiel die Ängste, die wir im Zuge der vierten Welle erfahren, oder auch die Angst, dass wir eben keinen Zugang zu Impfungen haben. Und es gibt alle möglichen Leute, die alle möglichen Theorien in die Welt hinaustragen, weil es ihnen nicht möglich ist, konkret über ihre Ängste zu sprechen. Und ich habe, meine Perspektive ist aus der Zusammenarbeit mit Frauen heraus. Und was ich beobachtet, ich und mein Team beobachtet haben, psychosocial spaces with women. Unsere Erfahrungen in psychosozialen Beratungsorten, als auch natürlich unsere eigenen Erfahrungen, weil wir ja im selben Boot gesessen haben. Zuerst dachte ich also, als Frauen in diesem Land, leben wir mit Angst jeden Tag unseres Lebens, auch vor der Pandemie. Die Angst, ermordet zu werden, vergewaltigt zu werden, vor häuslicher Gewalt,
die Angst, am Arbeitsplatz belästigt zu werden, sexuell belästigt zu werden. Und als die Pandemie dann aufgetaucht ist, kam für mich die Idee auf des stummen und unsichtbaren Mörders. Denn normalerweise sind die Frauen hier sich dessen bewusst, wer ihnen potenziell zur Gefahr werden könnte. Und die Pandemie stellt jetzt aber eine Angst vor einem unsichtbaren, stillen Mörder dar. Zuerst, als die Pandemie begann, wurde das Virus wahrgenommen als eine Krankheit, die nur reiche Personen beeinflusst, die die Möglichkeit haben zu reisen. Und die Menschen haben gesagt, wir haben gar nicht die Möglichkeit zu reisen, also wird uns das Virus auch nichts anhaben können. Aber als mehr und mehr Leute erkranken, besonders auch Leute in Communities und Townships, in denen wir arbeiten, die Tode sich gehäuft haben, die zu Grabetragungen immer häufiger wurden, ist mir auch bewusst geworden, dass Frauen einem viel höheren Risiko ausgesetzt sind, sich zu infizieren, weil sie oft in Bereichen arbeiten, wo sie andere pflegen, andere versorgen, sowohl am Arbeitsplatz als auch zu Hause. Und es gibt sehr viel Angst, zum Beispiel, wenn ich für meine Tante sorge oder wenn ich allgemein in einer Umgebung bin, wo ich für eine andere Person sorgen muss. Was passiert dann mit mir, wenn ich mich anstecke? Und die Sache hat sich verschlimmert, als die Regierung eine Ausgangssperre verhängte, also oder einem Lockdown, und das ganze Leben stillstehen musste. Und die Angst von armen Frauen, die zu Hause eingesperrt sind, nicht das Haus verlassen zu können und sich zum Beispiel um ihre Kinder kümmern zu können, um Essen zu besorgen. Diese Angst war so einschränkend. Und dann schien es, als ob die marginalisierten Menschen, die am meisten betroffen werden würden von der Pandemie. Sie konnten nicht das Haus verlassen, sie waren zu Hause eingesperrt und das allgemeine Leben konnte nicht stattfinden, das, was wir auch Hustling nennen. Sie konnten nicht Essen auf den Straßen verkaufen, alles kam zum Stillstand. Und die Ängste der Frauen, mit denen wir zusammenarbeiten, zirkulieren nicht um ihren eigenen Tod, aber darum, was mit ihren eigenen Kindern passieren würde, wenn sie stürben. Denn wir arbeiten mit vielen alleinerziehenden Müttern, häuslichen Gemeinschaften, die von Frauen geleitet werden. Und dann kommt natürlich die zusätzliche Angst davor, dass ihre Kinder nicht mehr zur Schule gehen könnten, weil die Schule natürlich nicht mehr stattgefunden hat. Eine Krise entzweit die Gesellschaft natürlich noch mehr, als wie sie ohnehin schon entzweit ist. Menschen mit Ressourcen, mit Mitteln konnten natürlich sich sehr einfach in die Umstellung, in die Online-Beschulung einfügen. Andere Leute haben diese Möglichkeiten aber eben nicht. Und sie mussten beobachten, wie ihre Kinder, wie alle einfach nicht nach vorn konnten und nichts tun konnten, handlungsunfähig waren, zum einen, was eben die Bildung ihrer Kinder betraf. Der andere Punkt, also Usche, ich wollte dir nur sagen, wenn du mich unterbrechen möchtest, dann mach es ruhig. Genau, der andere Punkt, den ich erwähnen wollte, ist, dass die meisten der Frauen, mit denen wir arbeiten, in der informellen Ökonomie tätig sind, im informellen Sektor. Und diese Arbeitsplätze wurden am stärksten von der Pandemie getroffen, zum Beispiel als Haushaltsangestellte oder informelle Catering
Services, um eben irgendeinen Weg zu finden, ihre eigenen Familien zu ernähren. Zum Beispiel wurde bei Fußball- oder Football-Matches vor den Stadien Essen verkauft, auch auf Baustellen und natürlich allgemein auf den Straßen und Märkten Gemüse und Essen verkauft haben. Und diese Arbeitsplätze, dieser Sektor, diese Umgebungen wurden eben am meisten getroffen von der Pandemie. Und ihre größte Angst, ihre größten Bedenken zirkulierten darum, wie sie ihre Kinder und ihre Familien ernähren sollten. Und während dieser Zeit konnten wir unsere Klientinnen nur telefonisch erreichen. Es war verboten, aus dem Haus zu gehen, sie zu sehen. Es gab Verzweiflung, viel Angst. Angst vor einem Verlust des Einkommens. Und sie hatten Angst, einfach einen Hungertod zu sterben, dass sie und ihre Kinder einen Hungertod sterben müssten. Und das war eine andere Angst, der wir begegnet sind, die wir beobachtet haben. Um nochmal auf dieses Gefühl, zu Hause eingesperrt zu sein, zurückzukommen, speziell dreht es sich darum, mit einem misshandelnden Partner oder Partnerin zu Hause eingesperrt zu sein und nicht weg zu können. Entschuldigung, das Signal hängt. Leute wurden vereinzelt und es gab einfach kein Wegkommen, kein Entkommen von der Person, die zu Hause misshandelnd war. Und diese Zunahme an Furcht und Angstzuständen, ich persönlich habe mit einer Pflegekraft zusammengearbeitet. Sie war in so einer verzweifelten Situation. Wir haben eine Woche lang über WhatsApp und per Telefon kommuniziert, einfach mit dem Ziel, zu versuchen, ihren Suizid zu verhindern, weil sie so das Gefühl von Verzweiflung und nicht entkommen können vom Zuhause hatte und einfach keine anderen Dienstleistungen hatte, die ihr helfen konnten. Also sie hatte immer noch eine Lohnarbeit, sie konnte weiterhin arbeiten gehen, aber es war trotzdem für sie unaushaltbar. Die letzte Angst, die ich ansprechen möchte, ist die vor den SoldatInnen, die damit beauftragt wurden, die Ausgangssperre, den Lockdown umzusetzen. Das barg eine große Quelle von Angst für viele Personen, für Frauen und Männer, aber speziell für Frauen, denn es hat die Erinnerung getriggert der Gewalt, die während der Apartheid stattgefunden hat, der militärischen Polizeigewalt. Denn einige der SoldatInnen, die damit betraut wurden, den Lockdown zu regulieren, haben dies auf brutalste Weise getan. Und so wurden viele vergangene Trauma, die vielleicht teilweise geheilt waren, wieder zum Vorschein. Auch Menschen, die aus anderen afrikanischen Ländern nach Südafrika migriert sind, die Trauma in ihren eigenen Ländern erfahren mussten, auch durch SoldatInnen, die Gewalt, die von ihnen ausgeht, die Belästigung, die von ihnen ausgeht, das wurde alles wieder hervorgerufen und war dann Thema in den Telefonsitzungen, die wir gemacht haben. Und das war ja einfach sehr furchteinflößend, dass Menschen zu den Gefühlen der Apartheid-Ära zurückkatapultiert gewesen sind.
So, das ist nur ein kleiner Überblick von meinen Erfahrungen mit Affekten der Angst während der Pandemie. Und wenn wir mehr Zeit hätten, könnte ich noch viel mehr erzählen. Und die Dynamiken, die sich daraus entspinnen, selbstverständlich ist die erste und wichtigste die Ungleichheit, die in unserer südafrikanischen Gesellschaft vorherrscht. Die wurde nochmal hervorgehoben. Vielleicht war sie vormals nicht so sichtbar, sie wurde ignoriert oder verleumdet. Allerdings trat sie jetzt sehr klar zum Vorschein. Die Regierung hatte zwar Maßnahmen für Personen, die kein Einkommen hatten während Covid, zum Beispiel Zuschüsse, jedoch waren auch diese sehr kontrovers. Zum Beispiel gab es zwar eigentlich Zuschüsse für alleinerziehende Mütter, allerdings war der Zugang dazu nicht so leicht. Und die südafrikanische Wirtschaft, selbst vor der Pandemie, gab es schon die dritte Rezession seit der demokratischen Regierung. Und Unterstützungssysteme, Unterstützungsstrukturen von Klientinnen, mit denen wir arbeiten, sind zusammengebrochen. Und als psychosoziale Beratungsstelle haben wir selber auch zu kämpfen gehabt mit unseren eigenen Ängsten, dass wir nicht ausgestattet genug oder vorbereitet genug waren, um Leute in dem zu unterstützen, mit dem sie jetzt konfrontiert geworden sind. Und wir hatten natürlich auch Angst, diese Möglichkeit zu verlieren, Leute psychologisch zu unterstützen. Und Menschen sind eben so verzweifelt. Und natürlich beeinflusst es dich auch selber, wenn du dann das Telefonat beendest und das Gespräch mit den Klientinnen beendet hast, dann hast du auch nicht deine Ruhe für dich, weil wir selber dann auch hilflos sind und hilflos fühlen, dysfunktional uns vorkommen und ja einfach handlungsunfähig. Der andere Aspekt, der hervorgetreten ist, ist unsere eigene dysfunktionale Regierung und der dysfunktionale Staat sowie das ungenügende Gesundheits- und Bildungssystem sowie soziale Dienstleistungen. Das beinhaltet natürlich auch den Wohnungsmarkt. Zum Beispiel haben einige Klientinnen gesagt, wie könnt ihr denn von uns erwarten, dass wir uns regelmäßig die Hände waschen, wenn wir kein fließendes Wasser haben? Wie sollen wir denn auf unsere eigene Hygiene achten? Genau, das sind ja eben die Empfehlungen, die Richtlinien, die Institutionen der öffentlichen Gesundheit veröffentlicht haben. Und es kamen zu den Communities große Lastwagen voll mit Wasser, aber und natürlich gab es einige Hilfestellungen und trotzdem wurde die Tatsache, dass die Regierung, der Staat schon seit jeher korrupt ist, nochmal sehr deutlich. Und in den letzten Jahren hat die Regierung, der Staat eben nicht getan, das, was sie hätten tun sollen. Und diese soziale Dynamik wurde eben nochmal besonders hervorgestellt. Die Korruption des Systems. Und ich erinnere mich, dass ich selber daran
gedacht habe und still für mich gebetet habe, dass die Menschen, die in unserem Staat die Diebe sind, die Korrupten sind, nicht das Geld anfassen werden, was für die marginalisierten Personen während der Pandemie vorgesehen waren. Dass, obwohl es Menschen gibt, die um ihr Leben fürchten mussten, während der Pandemie marginalisierte Leute, es trotzdem die Korruption gab, die Zuschüsse veruntreut haben. Und zum Beispiel auch die Veruntreuung von persönlichen Hygienemitteln, sowie Masken etc. Die persönliche Schutzausrüstung. Und einfach so, dass sie sich den Bauch vollschlagen können. Und dann frage ich mich doch, wie können wir als Gesellschaft weiterkommen? Und wir wussten natürlich, dass in unserem Staat sehr viel Korruption existiert. Aber es war wie eine Art Krieg, dass die Leute, die korrupt sind und sich als Diebe verhalten, immer noch sich keinen Deut darum geschert haben, sich darum geweigert haben, die Augen aufzumachen und den marginalisierten Leuten die Hilfen zuzugestehen, die für sie vorgesehen waren. Ich möchte hier vorerst schließen und nochmal darauf zurückkommen, was die Pandemie verändert hat. Nochmal auf die positiven und negativen Seiten von Covid zurückzukommen, die Dinge, die wir in unseren Communities bewusst geworden sind, aber was wir auch verloren haben. Hätten wir allerdings die Bewegungen, die Kämpfe, die Strukturen während der Apartheid-Ära schon gehabt, die jetzt zum Teil entwickelt wurden, die Bewegung in der Zivilgesellschaft, hätten wir dieselben Strukturen gehabt, die während der Apartheid existent gewesen sind, um gegen dieses korrupte System zu kämpfen, dann wären wir jetzt auch besser aufgestellt gewesen. Und das macht nochmal deutlich, dass die heutige Gesellschaft doch viel zu individualistisch aufgestellt ist. Und das hat mich sehr traurig gestimmt, dass wir die Verantwortung für einander zu sorgen nicht mehr wahrnehmen, dass wir für alles zu unserer Regierung schauen. Das gesagt, habe ich seitdem, wie es will, haben wir trotz dessen viele zivilgesellschaftliche Bewegungen und einen Zuwachs derer während der Pandemie beobachten können. Besonders auch von NGOs, die anwaltschaftlich tätig sind, zum Beispiel für Frauen, Menschen, die sicherstellen, dass die Regierung der Stadt zur Verantwortung gezogen wird. Ich persönlich und auch in meinem Team sind wir sehr dankbar dafür, dass die Themen der mentalen Gesundheit ja überhaupt Thema waren, dass Menschen eben nicht mehr weggeschaut haben, wenn sie mit ihrer mentalen Gesundheit Probleme hatten und bei ihnen etwas im Argen war. Diese Themen haben an Wichtigkeit zugewonnen. Wir konnten einen Zuwachs an Fällen von Depressionen, Angststörungen beobachten. Aber diese Themen waren nicht nur in unseren Beratungsräumen Thema, sondern auch in den Medien. Wie kann ich für mich selber sorgen? Wie kann ich auf mich selber aufpassen? Und das wurde ein sehr wichtiges Thema für uns. Und allgemein, dass eben die mentale Gesundheit auch von Relevanz ist. Die Pandemie hat uns dahingehend verändert, indem wir zu Menschen geworden sind, die eher
die Möglichkeit sehen, über unsere Ängste, über unsere Trigger, über unsere Probleme, unser, was uns beschäftigt, reden können. Und die andere Angst, die uns immer noch beschäftigt, ist, wie kann ich es nennen, dass wir immer noch nicht in der Lage gewesen sind, unsere nationale Trauer zu bewältigen, dass so viele Leute sterben mussten und so viele Leute beerdigt wurden und auf eine Art und Weise umgekommen sind, die für uns ungewöhnlich ist. Und es waren eben nicht die Reichen aufgenommen von diesen Toten und den Beerdigungen. Ich frage mich also, wie können wir zu einem Punkt kommen, dass wir als Nation, als Gesellschaft unsere traumatischen Erfahrungen bewältigen können? Und dies kommt natürlich zu diesem vorherigen Trauma hinzu, das wir als Nation mit uns herumtragen. Denn wir haben die Verletzungen der Vergangenheit nicht wirklich verwunden. Wir haben keine Heilung gefunden von dieser Regierung, dem Staat, die Menschen nach ihrer Herkunft unterscheidet und trennt. Und es stellt sich natürlich die Frage, wie können wir dem überhaupt psychologisch gegenübertreten als eine Nation, weil der Sturm noch nicht vorbei ist. Und die turbulente Pandemie geht weiter, wir sind mittendrin. Das sind also einige der Gedanken, die ich hatte. Zusammenfassend würde ich sagen, ich habe einige der Richtlinien angeschaut, die die Regierung veröffentlicht hat während der Pandemie. Und ich würde nicht sagen, dass sie schlecht sind. Das sind sehr einfache, simpel gehaltene Richtlinien, wie wir für uns selber sorgen können. Und ich habe über die Frauen nachgedacht, mit denen wir zusammenarbeiten. Und wie würden sie der Regierung, dem Staat antworten, wenn sie diese Richtlinien in die Hand bekämen? Zum Beispiel so einfache Dinge wie, wasch deine Hände. Und ich kann mir vorstellen, dass eine Frau in einer der Regionen, mit der wir arbeiten, sagen könnte, ich habe Angst, ich habe kein Wasser. Oder wenn uns gesagt wird, desinfiziert eure Hände, dann könnte sie vielleicht antworten, ich habe Angst, ich kann mir nicht mal leisten, Brot für meine Kinder zu kaufen. Wie soll ich denn Desinfektionsmittel kaufen können? Wenn gesagt wird, distanziert euch sozial, das wird euch schützen, dann würde diese Frau vielleicht sagen, ich habe Angst. Die billigste Möglichkeit, das billigste Verkehrsmittel, um Sozialleistungen in Anspruch zu nehmen und Medikamente, um zum Beispiel HIV zu versorgen, ist öffentlicher Transport. Und im Taxi gibt es keinen Sicherheitsabstand. Wir sind zusammengefährdet. Also wie soll denn soziale Distanzierung für mich eine Möglichkeit sein? Und es wird gesagt, bleib zu Hause, denn zu Hause sind sie vor dem Virus sicher. Und ich stelle mir vor, dass diese Frau, die ich erwähnt habe, mir als Community Health Worker sagt, ich fürchte mich, denn zu Hause ist der gefährlichste Ort für mich. Mein Mann ist gewalttätig. Es gibt keine Sicherheit zu Hause. Ich habe Angst, wenn ich den ganzen Tag zu Hause bleiben muss, dann sagt, denn ich kann nicht das Haus verlassen, um zumindest eine Mahlzeit für meine Kinder zu besorgen. Und dann sagt die Richtlinie vielleicht, isolieren Sie sich, wenn Sie Symptome haben des Viruses. Und die Frau würde vielleicht antworten, ich fürchte mich, denn es ist unmöglich für mich. Wir leben zu sechst in einem einzigen Raum zusammen. Selbst wenn ich einen positiven Test habe. Und schlussendlich wird gesagt, dass Kinder zu Hause bleiben sollen und die Schulung online stattfindet. Und die Frau sagt vielleicht, ich habe Angst, ich habe kein Smartphone, ich kann mir kein Essen leisten. Wie soll ich? Es gibt keine Grundversorgung, die ich mir leisten kann. Und selbst wenn ich das hätte, dann könnte ich kein Datenvolumen kaufen. Und zuletzt, um gesund zu bleiben, treiben Sie Sport. Essen Sie gesund und ausgewogen. Besonders während des ersten harten Lockdowns wurde das gesagt. Und ich denke mir, dass eine Frau vielleicht sagt, ich habe Angst, was auch immer wir zu essen bekommen,
essen wir? Es geht hier nicht um Ernährung, sondern darum, etwas zu essen zu haben. Und mit diesen Worten werde ich schließen. Ich glaube, ich habe schon ein bisschen überzogen. Vielen Dank für die Möglichkeit und freue mich jetzt auf die Diskussion. Thank you very much, Pumi. Unfortunately, in the digital space, it's so hard to clap hands. Danke, Pumi. Leider können wir so schwer Applaus zollen im digitalen Raum. Ich möchte nur etwas dazu sagen, denn ich finde es sehr harsch oder sehr schwer, was du uns sagst. Und ich weiß auch, dass was du tust und was The Fire Town, die Organisation, tut, aber auch andere zivilgesellschaftliche Organisationen, was die tun, selbst unter diesen extrem schwierigen Umständen, habt ihr so hart gekämpft, um kollektive, gemeinschaftliche Räume zu schaffen, zu verteidigen, um euch zu organisieren, euch gegenseitig zu unterstützen, um Netzwerke von Frauen zu organisieren, um mit der Situation umzugehen und Möglichkeiten zu finden, euch umeinander zu kümmern und euch zu pflegen. Und ich weiß, dass ihr nicht einfach passiv zugeguckt habt, sondern dass ihr extrem kreative Arten und Weisen gefunden habt, mit der Situation umzugehen. Und auch natürlich damit mit eurer Wut umzugehen. Und auf die zuzugehen, die auch die Situation mit verursachen. Und ich würde dich gerne bitten, auch über diesen Teil deiner Arbeit zu sprechen, sodass wir verstehen können, wie reagieren Leute, wie gehen sie damit um, wie verhalten sie sich gerade und wie tun Leute das, was du tust. Ja, danke, Usche. Also das Erste, was wir getan haben, war, wir haben versucht, präsent in den Leben der Leute zu bleiben. Und in dieser ersten Phase des harten Lockdowns, als alle zu Hause bleiben mussten, haben wir Datenvolumen verteilt, um mit Frauen, die Probleme zu Hause hatten, uns zu verbinden. Leute sind so isoliert und haben so viel Angst. Und wenn sie einfach eine bekannte Stimme hören, die einfach fragt, wie geht es dir, und zuhört, selbst wenn man gar nicht helfen kann, selbst wenn man keine materielle, reale Unterstützung leisten kann, können wir zuhören. Wir hatten auch die Möglichkeit, so klein sie gewesen sein mag, einige Pläne zu machen. Insbesondere für Langzeit-KlientInnen. Wir konnten ihnen ein bisschen Geld geben, um zumindest Einkäufe zu machen, um Guthaben zu kaufen. Wenigstens für die überhaupt ein Telefon hatten. Also überhaupt präsent zu sein, war sehr wichtig. Und als wir wieder öffnen konnten, haben wir gesagt, wir werden Präsenzgespräche machen. Und Zoom-Gespräche mit KlientInnen, das geht nicht. Wir hatten einfach nicht mal die Geräte, um das zu leisten. Also wir haben Verbindungen erhalten und dann haben wir Strategien entwickelt für die Beratung, um nicht auf die Probleme zurückzukommen von vor 2 Jahren in der Beratung, sondern wir haben uns ganz stark auf die aktuelle Situation konzentriert und versucht, Strategien zu finden. Wie kann ich ganz
ganz akut Unterstützung finden. Und wir haben Ideen entwickelt, wie kann ich mit meiner Furcht und meiner Angst umgehen. Und es war fast wie einzelne Schritte, mit denen wir wieder Räume geöffnet haben für unsere Klientin. Also statt einer Gruppe von 20 Leuten hatten wir beispielsweise dann Gruppen von 6 Leuten, die sich abgewechselt haben. Wir haben viel über Selbstfürsorge und wie man mit Stress umgeht geredet. Also es ging um ganz, ganz alltägliche Fragen. Es waren nicht ambitionierte Therapieziele, sondern ganz alltägliche Fragen und Unterstützungspunkte, um einfach durch den Tag zu kommen, durch die Situation zu kommen. Und diese Gruppen waren auch wichtig, weil Leute da realisieren konnten, ich bin nicht allein, ich bin nicht die einzige Person, die gerade davon betroffen ist. Und sie können in Austausch kommen und sich einander auch helfen und Strategien entwickeln zusammen. Und es gab so viele Leute, die gestorben waren in den Communities, in denen wir arbeiten. Und insbesondere für die Frauen war es schwierig, einfach zu planen und die Zukunft mitzudenken. Und es war schwierig, irgendwie überhaupt die Ausweise zu verlängern, zum Beispiel. Und insbesondere die Leute, die in der Community Pflegearbeit leisten, haben zumindest einen Job. Und eine der wichtigsten Fragen, die wir gestellt haben, war, hast du irgendwen, mit dem du reden kannst? An wen wendest du dich, wenn es eng wird? Also ist es wichtig, irgendeine Person zu haben, sei es das Kind, sei es das älteste Kind, und auch zu den Kindern müssen wir sagen, wir müssen Strategien finden und wissen, was die Kinder tun, wenn, was Gott verhindere, etwas ihren Eltern geschehen sollte. Also haben die Gruppen auch ein gegenseitiges Unterstützungssystem geschaffen, auch für die Kinder, die daran hingen. Also es gibt einfach dann 5 weitere Personen um dich rum, nach dieser langen Phase, wo man isoliert war und sehr weit weg von anderen Leuten. Und das hat einfach einen großen, einen sehr positiven Einfluss auf Ängste. Also waren diese Gruppen wirklich, da ging es um Überleben, alltägliches Überleben, um Selbstfürsorge. Es ging um einfach durch die Woche kommen und darum, einfach die Angst als normalen Zustand zu akzeptieren und dann weiterzugehen und auch für sich festzustellen, es wird so bleiben und das ist okay so gerade. Leute wollten immer wieder zu ihrem alten Leben zurück, wollten dahin zurück, wie es vorher war. Und wir mussten viel darüber reden, wie gehen wir damit um, dass wir nichts über die Zukunft wissen, dass wir nicht wissen, wie es weitergeht. Und deshalb mussten wir viel Arbeit leisten, um uns anzupassen an diese unsicheren Perspektiven, denn es gibt keinen Weg zurück. Und dieser Gedanke, diese Realisierung war extrem einschüchternd und hat Leuten sehr viel Angst gemacht. Und als der Präsident die verschiedenen Lockdown gerade quasi publik gemacht hat, war immer die Frage, was bedeutet jetzt dieser genaue Plan, diese Regulation der Regierung für uns? Und dann gab es graduell wieder mehr Freiheiten. Und eine der besten Ideen war, dass per Telefon und per WhatsApp, was sehr schwierig ist, weil viele KlientInnen keine haben, dass wir erstmal uns
um die KlientInnen gekümmert haben. Und dann haben wir angefangen, sie an den Haustüren und an den Gartentoren zu treffen. Und das einfach die Leute zu sehen, die Community-ArbeiterInnen, die SozialarbeiterInnen und psychosozialen BeraterInnen zu sehen, war fantastisch. Aber auch einfach einen kleinen Schritt selbst rauszukommen. Dann ging noch mehr. Dann haben wir Hofbesuche gemacht. Also wir sind nicht in die Häuser gegangen. Und wir haben die nicht die Risikogruppe PatientInnen besucht, also nicht die, die im Krankenhaus waren, sondern wir haben mit Sicherheitsabstand die meisten Leute geschafft, zu Hause im Hof zu besuchen. Und dann, als es noch mehr gelockert wurde und wir wieder in die Häuser konnten, war das für uns unfassbar. Das ist so viel besser, als Leute einfach anzurufen. Als wir dann anfangen konnten zu impfen, als wir geimpft wurden, haben wir das als Thema in unser Programm aufgenommen. Wir haben über die Ängste vor der Impfung, um das, was zum Beispiel kursierte, was Pastoren in der Kirche gesagt haben über die Impfung. Wir haben über all diese Gerüchte, Ängste und Informationen geredet und das war wirklich sehr dringend. Das war einfach dringend gebraucht, dass diese Arbeit gemacht wird. Und deshalb war unsere Arbeit einfach ganz stark darauf bezogen, was für Bedürfnisse in den Communities da waren und bei den KlientInnen da waren. Danke. Das klingt so, als ob ihr unter diesen Umständen die Kraft der Solidarität und von sozialen Netzwerken einfach fantastisch genutzt habt. Aber es klingt auch nach unglaublich viel Arbeit, die ihr als ArbeiterInnen gehabt habt. Ich sehe jetzt einige Fragen im Chat. Und ich würde sehr gerne an Lucian weitergeben, damit er uns sagt, was die Fragen im Chat sind, sodass wir sie vielleicht in die Diskussion einbeziehen können. Ja, vielen Dank. Also ein Teil der Fragen, Usche, hast du gerade auch schon so ein bisschen selber reingebracht und hat Fumi auch schon beantwortet. Aber also so die Frage danach, was waren so Reaktionen auf die Umstände, auf die Lockdown? Es gab auch nochmal die Frage, so ob nicht aber auch sehr große Wut entstanden ist, einerseits, gerade auch bei den betroffenen Frauen, durch die Situation. Und dann auch die Frage, dann eher nochmal so zwei praktische Fragen zu der Arbeit, was einerseits jetzt nochmal vielleicht neue aktuelle Entwicklungen mit Omikron sind, gerade auch in Südafrika und andererseits so, was Pumi denkt, wie viele Frauen und Familien sie mit ihrer Arbeit erreichen und welche Probleme dabei aber auch ist, dass gerade vielleicht bei häuslicher Gewalt eine große Hemmschwelle vielleicht gibt, sich Hilfe zu suchen und wie ihr damit umgeht in eurer Arbeit. Ja. Okay. So. Ja, also das Problem häuslicher Gewalt und Feminizide und all diese Schrecken, diese Taten gegen Frauen sind Probleme, die es natürlich vor der Pandemie gab und die ein heftiger Teil unserer Arbeit waren und in denen wir Probleme oft unterstützen mussten. Also wir mussten oft quasi Risikoeinschätzungen machen und überhaupt eine Strategie entwickeln oder ein Bild davon entwickeln, wie sicher das Leben dieser Frau gerade ist oder wie sehr es möglich ist, Unterstützung zum Beispiel aus dem familiären Umfeld, dem erweiterten familiären Umfeld zu bekommen oder von anderen sozialen Stellen und Unterstützungsnetzwerken.
Das ist normalerweise unser Ansatz, wenn wir mit Frauen arbeiten, die das Risiko häuslicher Gewalt haben. Oft ist es auch emotionaler Missbrauch, in dessen Fall wir Frauen unterstützen. Und was die betrifft, bei denen es wirklich eng wurde dann im Lockdown, da war es so, dass sie einfach keinen Zugang dann zur Familie hatten. Eine Klientin zum Beispiel, sie konnte zu ihrer Mutter sprechen. Sie hat gesagt, ich würde gerne nach Hause kommen. Und früher hätte ich einfach zur Arbeit gehen können, eine Tasche packen, zur Arbeit gehen und dann nach Hause gehen können. Und ich habe das sehr unterstützt, diesen Gedanken, und ich habe sie wirklich täglich besucht. Und es ist sehr traurig, das zu sagen, aber manchmal sind die Probleme des Patriarchats und der Täter, es ist sehr schwierig, das zu sagen, aber manchmal sind es auch Frauen. Ich war so wütend, denn diese Frau hatte Labola bezahlt. Ich weiß nicht, wie ich das ins Englische übertragen könnte. Aber es ist ein Geld, das der Familie der Frau bezahlt wird, damit die Intention zu heiraten kommuniziert wird. Also, das hat keine formelle Entsprechung in westlichen Gesetzen. Also, die Frau ist dann nach Hause gegangen zur Mutter und sie haben sich lange unterhalten und die Mutter meinte, er muss 500 Rand zahlen dafür, dass er sie so behandelt hat. Und sowas lässt einen völlig hilflos zurück, denn man arbeitet in diesem Bereich, wo man wirklich nicht davon ausgehen kann, dass es Frauenhäuser gibt. Also wir sind wirklich an den Grenzen unserer Ressourcen, was sehr frustrierend ist. Wir haben gerade unseren Jahresendreport, unseren Jahresabschlussbericht geschrieben. Und als ich den geschrieben habe, wurde ich wirklich emotional, als ich über diese Klientin geschrieben habe. Denn als es alles wieder geöffnet wurde, hat sie mir als erstes gesagt, sie geht weg und sie zieht um. Und manchmal sehen wir die Resultate unserer Arbeit nicht direkt in unserem Arbeitsbereich, weil wir sehr intim mit Leuten zusammenarbeiten, was auch uns beängstigen kann und auch uns einschränken kann und frustrieren kann, wenn Frauen hungrig sind, wenn sie von der Räumung bedroht sind, weil sie nicht fähig waren, die Miete zu zahlen. Bei den Kolleginnen, die in Sophiatown Ost arbeiten, ist es sehr, sehr oft so, es ist oft diese Erfahrung, die sie machen in der Arbeit mit geflüchteten Frauen aus anderen afrikanischen Ländern. Und es passiert oft, dass wir einfach dass die Ängste unserer Klientinnen auf uns übergehen. Aber wir haben wirklich eine Maxime, dass wir nicht weggehen werden. Wir werden sie nicht zurücklassen. Und es gibt keine direkten Lösungen. Ja, thank you. Ja, danke. Ich
Ich sehe noch weitere Fragen, die auch damit zu tun haben, das, was du tust, damit zu verbinden mit größeren politischen Kämpfen, beispielsweise gegen Feminizide, gegen geschlechtsspezifische Gewalt, für generell bessere Umstände, für Community, ArbeiterInnen, für SozialarbeiterInnen und Pflegekräfte. Ich möchte Lucien noch einmal bitten, einige Fragen zusammenzufassen, sodass wir vielleicht noch einige Antworten von dir bekommen können. Und um daran anzuschließen, was Rita gesagt hat, Kontrollverlust ist wirklich nicht das Problem. Die Kontrolle ist schon lange weg. Es geht eigentlich längst darum, was stellt diese Situation bloß und wie können wir mit der veränderten Situation umgehen? Lucien. Ja, genau. Es kommen gerade sehr viele Fragen rein. Ich nehme jetzt mal nur eine Frage. Eine Frage zur möglichen Reaktivierung historischen Traumata im südafrikanischen Kontext, weil Mpumi, du eben auch über die Red Files gesprochen hast. Also die Person schreibt, das erinnert mich auch an die HIV-AIDS-Situation der frühen 2000er Jahre in Südafrika, als viele junge Erwachsene starben und Kinder in der Obhut der Großeltern oder anderer Verwandter oder ganz allein zurückblieben. Und die Frage ist, ist dies vergleichbar mit der Situation in den letzten 2 Jahren in Südafrika mit den an Covid-19 gestorbenen? Ich denke, dass es definitiv Parallelen gibt. In dieser Zeit der Überwältigung von so vielen Toten und all den Lasten, die auf den Schultern der Kinder gelandet sind. Die Unterstützung, die wir leisten, ist auch deshalb so wichtig, weil sie Leute mit anderen Strukturen verbindet und anderen Organisationen, die politische Interessenvertretung leisten, beispielsweise. Also manchmal sind die Ressourcen natürlich sehr begrenzt, aber also die Ressourcen von Familien, sich gegenseitig und intern zu unterstützen, Kinder oder zurückgelassene, alleingelassene Personen. Also das Prinzip muss das Gleiche sein. Die, mit denen wir arbeiten, solange sie leben, denn wir müssen halt feststellen, Covid hat uns auch insofern traumatisiert, dass Leute einfach in einer Woche da waren und in der nächsten weg, weil sie gestorben sind. Und natürlich können wir ist der Vergleich auch, dass man sich vorbereiten muss. Und natürlich ist es furchtbar, zu sagen, wir bereiten uns darauf vor, auf das Schreckliche. Und Rita hat ja auch gesagt, also Deutsche lieben Pläne und Strukturiertheit und Vorbereitetheit. Und in Südafrika ist es vielleicht ein bisschen organischer und Leute gehen auf eine andere Art. Und es ist auch eine andere Art, lebendig zu sein. Wir hatten eine Beratungssitzung, in der es darum ging, wer wird sich um die Kinder kümmern, wenn das Schlimmste passiert? Und ich habe nicht direkt damit angefangen, mit dem Thema, sondern mit Übungen und mit Methoden, wo man einfach aufschreiben kann,
was passieren würde, wo ich gefragt habe, was würde passieren, wenn ich nicht mehr da wäre. Und die Leute haben einfach angefangen, ganz strukturiert aufzuschreiben, was passieren würde, wenn sie nicht mehr da waren. Und all diese Auflistungen haben eigentlich auch gezeigt, wie wertvoll sie sind und was alles nicht mehr da wäre, wenn sie nicht mehr da wären. Und wie viel, was sie alles zurücklassen würden. Und das, was wir tun müssen, wenn wir Familien organisieren und Familienunterstützungsstrukturen organisieren, ist, wir müssen vorbereiten, dass Familienmitglieder füreinander einstehen können und einspringen können. Also, wir fragen ein bisschen, was ist dein Anspruch? Wie willst du handeln in diesen Situationen? Und niemand hat vorher geplant und mit den Kindern gesprochen, wer wird sich um die Kinder kümmern. Das sind Dinge, die wir versuchen, von unserer kleinen Organisation aus zu tun und mit ganz kleinen Gruppen an Menschen. Also wir handeln in Communities und unsere Arbeit bezieht sich nicht auf Makrokontexte, auf ganz große gesellschaftliche Kontexte. Also wir arbeiten ja therapeutisch. Und das eröffnet aber auch, das ist eine Verantwortung, aber das bedeutet auch große Möglichkeiten. Und die SozialarbeiterInnen, selbst die Sozialarbeitenden, als ich angefangen habe, mit ihnen zusammenzuarbeiten, hatten die kein Testament aufgesetzt. Aber die haben jetzt zum Beispiel dann ein Einkommen und sie können ein Haus bauen, sie können Pläne machen, sie können vorsorgen. Und es ist wirklich wichtig, vorherzusehen, von wem willst du, dass sie sich um dein Haus kümmern, um den Raum, um die Familie kümmern, wenn du weg bist? Und 30% von ihnen haben jetzt zumindest Testamente. Das ist irgendwo eine Art auch von Bildung. Und das ist was wir aus der Zeit der HIV-Pandemie gelernt haben. Und mein Privileg in meiner Arbeit ist, dass ich mit Leuten arbeite, die überhaupt, mein Privileg ist, dass ich überhaupt ein Einkommen habe. Und einige meiner KollegInnen haben das nicht mal. Also ich arbeite sogar mit Leuten, die gar kein Einkommen haben. Some more questions. Danke vielmals. Ich glaube, da gibt es noch viele andere Fragen und beispielsweise das Omikron und die Fragen zu Omikron und die Fragen zu geschlechtsspezifischer Gewalt und Feminiziden, die gestellt wurden. Ich würde vorschlagen, die im Kopf zu behalten und an Julia weiterzugeben, sodass sie uns ein weiteres Video von Rita zeigen kann, sodass wir darauf zurückkommen können, auf diese Fragen und mit der Perspektive von Rita diese Fragen weiter diskutieren können. Also bitte fügen Sie weiter Fragen dem Chat hinzu. Und jetzt möchte ich aber erstmal kurz an Julia weitergeben. Input und auch wieder also für dieses Aufzeigen der kreativen Möglichkeiten oder der kreativen Interventionen. Also sozusagen, wir haben Gate Visits gemacht. Das ist ja einfach angesichts dieser Tiefe und Schärfe der Verhältnisse eine total kreative Wendung. Genauso wie wenn du sagst,
über Tod sprechen, quasi angesichts von Verhältnissen, in denen es eigentlich kaum möglich ist. Und spannenderweise hat Rita gestern auch sehr viel über Tod, aber aus einer ganz anderen Perspektive gesprochen, also eher aus einer indigenen lateinamerikanischen Perspektive. Das ist mir nur aufgefallen. Sie sagte, da sprach eher quasi von Selbstmord, auch als quasi ein sich Entziehen der Weltverhältnisse. Und naja, vielleicht zu sagen, ihr sprecht aus sehr verschiedenen Perspektiven, aber kamt auch wieder zu ähnlichen Themen. Und diese Situiertheit, die zeigt sich jetzt auch gleich in diesem nächsten Video von Rita, in dem sie erst über, also wir haben sie natürlich auch gefragt, Rita, was denkst du über Angst als Dynamik in der Pandemie? Und dann hat sie erst quasi mit einer sehr persönlichen Antwort reagiert und ist dann aber nochmal in Richtung auch Verschwörungsdenken ausbuchstabiert. Und ich denke, dass das auch, ich das danach sehr gerne an dich, Pumi, zurückgeben würde, denn ich denke, in Südafrika und auch in Deutschland natürlich sind das ja auch, ja, sagen wir mal, soziale Dynamiken, die sich nicht verleugnen lassen. Gut, dann Bühne frei, Rita. Es kommt ganz auf die Person an. Angst und Vorsicht sind Zeichen für Intelligenz. Ich denke, ich hätte mehr Angst fühlen sollen. Die Pandemie hat in mir sehr wenig Angst hervorgerufen. Freundinnen, die so alt sind wie ich, und ich bin 70 Jahre alt, haben meines Eindrucks nach sehr viel Angst gehabt, viel mehr Angst als ich. Ich weiß nicht, wieso. Vielleicht bin ich ein bisschen dumm. Vielleicht habe ich aber auch viel zu tun, um Angst zu haben. Denn meine Freundinnen arbeiten weniger als ich und haben weniger Verpflichtungen. Sie haben also sehr viel Angst und sind sehr vorsichtig. Die Pandemie dauert jetzt schon 2 Jahre und ich vergesse immer noch, meine Maske mitzunehmen, wenn ich vor die Tür gehe. Ich verstehe wirklich nicht, wieso. So sollte es nicht sein. Aber so ist das eben von Person unterschiedlich. Es gibt viele Menschen, die sich viel bewusster darüber sind, wie verletzlich sie sind, und andere sind sich viel weniger bewusst darüber. Und es gibt eine Vielzahl an Reaktionen auf diese Situation, in der wir uns befinden. Da bin ich mir sehr sicher. Und denkst du, dass sich durch die neue Omikron-Variante etwas verändern wird? Ich habe tatsächlich selber eine Frage, was das angeht. Okay. Omikron verbreitet sich so schnell wie keine andere Variante bisher. Aber sie ist nicht so tödlich. Das bedeutet, sie ruft keine so großen Schäden hervor wie andere Corona-Varianten. Bisher gehen wir zumindest davon aus. Wir wissen nicht, wie sich das weiterentwickelt. Bisher jedenfalls verbreitet sich Omikron schnell und ist sehr ansteckend, hat aber noch nicht so viele Todesopfer gefordert. Aber eine Sache verstehe ich nicht und ich hole hier ein bisschen aus. Im ausgehenden 19. Jahrhundert gab es in Brasilien die sogenannte Impfrevolte. Damals versuchte man, die schwarze Bevölkerung gegen die Pocken zu impfen. Ich bin mir aber, was die genauen Daten und die Impfung angeht, die genauen Jahreszahlen, bin ich mir nicht mehr sicher. Aber ich glaube, es war die Impfung gegen Pocken. Das müsste ich nochmal googeln, welche Impfung es genau war. Es gab auf jeden Fall eine Revolte der schwarzen Bevölkerung, weil sie der Impfung nicht trauten und sich nicht impfen lassen wollten. Und das ist vollkommen verständlich, denn sie hatten Angst, dass man sie vernichten wollte. Nach einem solch umfassenden Genozid, wie sie die Versklavung darstellte, den ihre Vorfahren durchlebt hatten, fehlte der schwarzen Bevölkerung das Vertrauen in den Staat und in die Gesundheitsversorgung. Was ich nicht verstehe, ist, wie in Deutschland, einem Land, das die Wiege der Wissenschaft ist, so viele Menschen auf die gleiche Art und Weise reagieren wie die schwarze Bevölkerung Brasiliens, die gerade erst die Versklavung überlebt hatte. Die also die gleiche Reaktion zeigten. Das kann ich einfach nicht verstehen.
wie das passieren kann. Wie kann es in einem Land, in dem die Wissenschaft eine so wichtige Rolle spielt, ein so großes Misstrauen gegenüber der Wissenschaft geben? Es gab ja so viele wissenschaftliche Erfindungen in Deutschland. Ich kann mich erinnern, wie ich einmal an der Humboldt-Universität einen Vortrag hielt. Und im Hauptforum der Humboldt-Universität in Berlin befindet sich die Galerie der Rektorengemälde. Und als ich sie sah, konnte ich es einfach nicht glauben. Es ist das Land der Wissenschaft. Die Wissenschaft befindet sich dort, in Deutschland. Wir reden hier nicht von Menschen, die gerade die Versklavung überlebt haben und Angst davor haben, dass ein massenmordender Staat sie auszulöschen versucht und dass die Impfung ein wahrhaftiges Gift sei. Warum aber passiert genau das in Deutschland? Mit dieser Frage, die Rita ja uns jetzt eigentlich gestellt hat, oder vor allen Dingen auch diesem Unverständnis, wie kann das sein, dass in Deutschland ImpfgegnerInnen auf die Straße gehen oder die denken, dass quasi ein Staat sie, sie durch eine Impfung gefügig machen oder umbringen will. Diese Frage hat sie natürlich an uns weitergegeben und wir haben da zwar gestern auch über die deutschen Verhältnisse drüber gesprochen, wollen aber eigentlich hier gar nicht so viel über Corona-Leugnende in Deutschland sprechen und denen eine Bühne geben, sondern das lieber an dich, Pumi, weitergeben in Bezug auf die Dynamiken, die sich darum vielleicht in Südafrika ergeben. Und was ich aber noch highlighten möchte, was Rita jetzt ja gesagt hat und was oft irgendwie so unter die Räder kommt, dass sie diese beiden Bewegungen geben gegen das Impfen, also einmal in Brasilien in einer Gesellschaft, also in ehemaligen Sklavenverhältnissen quasi von schwarzen Menschen, die eine sehr berechtigte Angst haben, weil sie wissen, dass medizinische Experimente, medizinisches Wissen auch auf der Ausbeutung und Tötung schwarzer Menschen, schwarzer Körper in medizinischen sogenannten Experimenten gewonnen ist, versus, und das ist ja dann dieses Unverständnis, wie kann es sein, dass quasi andere Gruppen, die ja von der Wissenschaft profitieren und die quasi waren, die sie mehr oder weniger machten, wie kann es sein, dass es quasi ein ähnliches Verhältnis da gibt. Und genau, ich glaube, dieser Punkt ist die legitime Angst und die Ausbeutung schwarzer Körper, das finde ich sehr spannend, weil wir das von Medico immer wieder gefragt werden, wie kann es sein. Und jetzt, Pumi, genau, vielleicht kannst du nochmal darauf eingehen, wie sieht es in Südafrika aus, was sind so die Dynamiken da drumherum, vielleicht auch die Ängste, ist ja, man könnte ja auch argumentieren, dass es eine Angstabwehr ist. Danke. Thanks, Julia. Danke, Julia. Wir sind mit unseren eigenen Herausforderungen konfrontiert, was das betrifft. Zum Beispiel hat die Regierung in Zahlen veröffentlicht, wie viele Personen sie gerne bis Ende des Jahres geimpft hätten und diese Ziele aber nicht erreichen werden. Wir sind ungefähr 20 Millionen Leute. Und es gibt immer wieder diese Kampagnen, die zweite Impfung zu bekommen. Aber einige haben eben nur die erste Impfung erhalten und nicht die zweite. Zum einen kommt es darauf an, dass Leute aussagen, sie haben religiöse Gründe, sich nicht impfen zu lassen. Ich habe auch von Männern in ländlichen Regionen gehört, die gesagt haben, ich weiß nicht, wo sie das her haben, aber sie meinten, sie glauben, dass wenn sie geimpft würden, wird es ihre Potenz beeinflussen und sie würden unfruchtbar werden, sie könnten damit nicht leben. Und auch die Macht und den Einfluss, den religiöse AnführerInnen haben, FundamentalistInnen, die sich dagegen ausgesprochen haben, und Menschen, die eben sehr religiös sind, nehmen das Wort ihrer PastorInnen, ihrer religiösen AnführerInnen sehr ernst
Außerdem gibt es natürlich Menschen, die sehr viele Verschwörungstheorien mitbringen über eine Regierung, die uns kontrollieren möchte. Und es gibt natürlich immer noch Leute, die sagen, es gibt kein Covid-19. Es ist eine Erfindung, ein Gespinst von diesen Machthabenden. Und das ist relativ furchteinflößend. Für mich in Bezug auf die Omikron-Variante und der vierten Welle, in der wir uns momentan befinden, auch den Debatten um das Thema, soll ich mich jetzt impfen lassen oder nicht, auch in Bezug auf den Staat, die Regierung. Es scheint mir mehr und mehr so, als ob bald die Impfpflicht eingeführt würde. Einige BefürworterInnen davon gibt es. Und Menschen, die sich natürlich aus gesundheitlichen Gründen nicht impfen lassen können, das ist eine andere Sache, aber wer sich eben nicht impfen lassen möchte, wird dann gezwungen werden, sich impfen zu lassen. Ich glaube, die Angst, die existiert, wird natürlich Spaltungen hervorrufen. Und wir sind momentan an einem Ort, wo weniger gut bezahlte Leute, ArbeiterInnen, Menschen, denen keine Stimme zugestanden wird, die so viel Unterdrückung, Ausbeutung, Marginalisierung erfahren, könnten eben dahingehend instrumentalisiert werden, den einen oder den anderen Diskurs zu verfechten. Wie soll ich es denn ausdrücken? Ich meine, genutzt werden, um eben weiter Diskriminierung voranzutreiben. Und wir sind als Gesellschaft schon so gespalten. Es gibt so viel Diskriminierung. Und ich kann mir vorstellen, dass eine Dynamik entsteht, in der sehr viel gekämpft wird, auch physisch. Und momentan wird uns von dem Gesundheitssystem gesagt, dass der Druck, der Pflege nachzukommen, momentan nicht so hoch ist wie mit der Delta-Variante. Und die Leute, die sich impfen lassen haben, werden, es scheint schon so, als ob die Impfungen helfen würden, und das werden einige Leute auch einsehen. Denn die Betten sind eben nicht so überbelegt wie mit der Delta-Variante. Aber in einer perfekten Welt werden vielleicht Leute sagen, gut, das ist für uns, um eben mit dem Leben fortfahren zu können, in dieser Pandemie und einen neuen Rhythmus zu finden. Denn es hilft natürlich auf einer psychologischen Ebene, wenn wir einen neuen Rhythmus für unser Leben gefunden haben. Wenn wir etwas haben, was sich sicher anfühlt. Wenn ich weiß, diesen Weg muss ich einschlagen, das sind die Empfehlungen von der Pharmaindustrie oder von dem Gesundheitsministerium. Und das bringt auf einer psychologischen Ebene natürlich ein Element der Sicherheit. Aber momentan passiert es nicht auf diese Art und Weise, aufgrund der vielen Herausforderungen, der Missinformation, auch in den sozialen Medien. Und ist natürlich sehr absolut nicht hilfreich. Persönlich glaube ich, dass wir im nächsten Jahr noch mit ganz anderen Herausforderungen kämpfen werden müssen, zum Beispiel Arbeitgebende in diesem kapitalistischen System, wo Menschen nur als Maschinen wahrgenommen werden. Und Maschinen, die sicherstellen, dass Profite erwirtschaftet werden können. Und es ist eben dann umso wichtiger, wirklich herauszufinden, was ist denn eigentlich meine Angst? Warum fürchte ich mich so vor der Impfung? Und du musst es dann einfach tun. Wenn du es nicht tust, dann wirst du deinen Arbeitsplatz verlieren. Und ich glaube, das wird Probleme hervorrufen. Denn selbst am Anfang der Pandemie
haben wir beobachtet, wie Leute ihre Arbeitsplätze verloren haben. Aber wenn wir uns die Prozesse, die dahinter stehen, anschauen, dann sehen wir auch, dass bestimmte Arbeitgebende es als Ausweg, als Ausrede genutzt haben, Personen aus dem Job zu kicken. Sie einfach mündlich der Vertrag gekündigt wurde oder sogar per SMS. Und das selbst ist natürlich brutal. Wir hatten gedacht, dass auch Usche und du, dass ihr zusammen auch vielleicht diskutieren könntet, weil Usche ja auch gerade in Südafrika war. Vielleicht magst du darüber nochmal etwas, selber nochmal etwas zu sagen, genau, über vielleicht Abwehrprozesse und Angst in dem Moment. Ja, was mir eingefallen ist zu dem, was die Rita auch gesagt hat, das ist natürlich eine ganz große Diskussion ja hier in Deutschland, was sozusagen die Motivation gegenüber dieser doch erschreckenden Verbreitung von Verschwörungsdenken und entsprechenden Protesten, die dann auch auf der Straße sind, die sich gegen das Coronavirus wehren und auch gegen die Impfung und allerlei mehr verschiedenste Erklärungen dafür heranziehen, die zum Teil immer irrationaler wirken. Und inwiefern, was das eigentlich mit vielleicht Angstabwehr-Dynamiken zu tun hat, dass natürlich, es gibt diese psychoanalytischen Perspektiven, die sagen, in dem Moment, wenn man die Angst innerlich nicht mehr bewältigen kann, wird sie sozusagen Abwehrmechanismen auf ein anderes Objekt, auf eine Idee verschoben, auf eine Verleumdung, auf eine Verschwörungsidee verschoben, die dann die Angst bändigt, weil man dann sozusagen auf der Seite derjenigen steht, die wissen, worum es geht, die diese Angst beruhigt, aber gleichzeitig sozusagen die Menschen in einen Raum verschiebt, der seinen eigenen inneren Dynamiken folgt, nämlich dieser Verschwörungserzählung. Andere sagen, das ist natürlich eine psychologische Interpretation von diesen Abwehrmechanismen, ist nicht zureichend oder ignoriert die politischen Konstellationen und Kräfteverhältnisse, die auch dazu beitragen, dass diese Verschwörungserzählungen sich verbreiten über die sozialen Medien, wie du sagst, aber auch von explizit rechtsradikalen Gruppierungen, die ein Interesse haben, dass sich diese Erzählungen verbreiten und darüber auch Menschen mobilisieren. Mir ist aufgefallen in Südafrika, dass es auch über die sozialen Medien zum Teil ähnliche Verschwörungserzählungen gibt. Hat mich so gewundert und gleichzeitig wurden diese Verschwörungserzählungen, hatten dann auch immer so einen antirassistischen sozusagen Erzählstruktur zu sagen, das sind die Weißen, die das Coronavirus erfunden haben oder diese Impfung, die richtet sich gegen, es werden Experimente gemacht mit schwarzen Körpern. Also diese Idee, die auch die Rita verfolgt hat und darüber auch politische Parteien und Gruppierungen auch Menschen mobilisieren, auch xenophobe Parteien, über diese Verschwörungserzählungen in Bezug auf die Impfung. Mhm. Und ich habe mich auch gefragt, wie das eigentlich parallel stattfindet und wie jeweils die Verschwörungserzählung an die bestimmte rechte Interessen andocken. Ich weiß nicht, wie du das siehst, Pumi. Genau, vielleicht genau, können wir diese Frage nochmal an dich zurückgeben, sehr, sehr gerne. Und als Beobachtung im Chat gab es eine sehr nachrichtenreiche Diskussion, um jetzt auch die Perspektive auf Deutschland. Und da würde ich dich gerne als zweite Frage, ich hoffe, dass du noch da bist, von meinem Bildschirm bist du gerade verschwunden, aber als zweite Frage auch gerne noch fragen, nimmst du diese
diese Verwerfung quasi hier in Deutschland, nimmst du die in Südafrika wahr und wenn ja, wie? Also vielleicht einmal nochmal an Usche rückbinden und dann die Frage, wie siehst du das? Okay, I think what I liked okay. about... Was mir daran gefallen hat, was Usche über Projektionen erzählt hat, es hat mir gefallen, wie du dich dazu ausgedrückt hast, weil ich mir wünschen würde, als Therapeutin, als eine Beraterin in der im psychosozialen Bereich, wünsche ich mir, dass wir die Möglichkeit hätten, mit Leuten eins zu eins uns austauschen zu können, und zwar dahingehend, dass wir ihren Ängsten zuhören, ihren Projektionen Raum geben, im Sinne des fürsorglichen Zuhörens, des empathischen Zuhörens. Denn Empathie heißt nicht, dass ich nachvollziehen kann. Ja, also es heißt einfach nur, dass ich mich in diese andere Perspektive hineinbegebe, Fragen stelle und noch mehr Fragen stelle, um mir selbst zu helfen, die andere Perspektive zu verstehen. Was ich von allen Debatten und Diskussionen, die bisher stattgefunden haben, dessen ich gewahr geworden bin in Südafrika, ist, dass es einfach so harte Spaltungen gibt und beide Seiten so schrecklich laut werden. Und für mich als eine Person, die auf psychologischer Ebene mit Menschen zusammenarbeitet, es bringt uns nicht weiter. Und ich wünsche mir, dass selbst diese Menschen, die sehr weit hergeholte Ideen oder Narrative vertreten, sich selbst eingestehen können, sich mit einer anderen Person Zeit zu nehmen, Raum zu nehmen und ihnen zu erzählen, das sind meine Ängste. Denn wenn sie eine Person hätten, die ihnen ihre Ängste spiegeln könnte und die Frage stellen könnte, wovor hast du Angst? Dann kann ich allen Gründen zuhören, allen Ausreden, die du vielleicht hast, aber dann frage ich dich, wovor hast du eigentlich Angst in Bezug auf die Impfung? Und nicht eben, ja, diese Person hat das gesagt, in den sozialen Medien heißt es so und so. Nein, wir sprechen jetzt über deine Ängste, wir personalisieren es. Und naja, das ist meine Fantasie sozusagen, als Person, die eben auf psychologischer Ebene mit Menschen zusammenarbeitet. Denn wenn diese Debatten stattfinden, dann findet es auf einer Makroebene statt. Es gibt Demonstrationen. Und Menschen sind auf eine besondere Art und Weise mit ihrer Perspektive, ja, in gewisser Weise kleben sie daran. Und wir müssen es eben schaffen, diese Debatten in eine 1:1 Gespräch zu übertragen, die Ängste der anderen Person sehen. Aber das ist eine schwierige Sache. Allerdings, wenn ich selber überarbeitet werde, dann versuche ich mich darauf zu fokussieren, was ich selber beeinflussen kann. Zum Beispiel oder eben auf die Leute, mit denen ich selber etwas bewirken kann, mit denen ich interagiere, mit denen ich zusammenarbeite. Denn das stellt für mich immer eine Möglichkeit dar, mit diesen Leuten über ihre Ängste zu sprechen. Und als Sophia Town haben wir eine Broschüre zusammengestellt, über die Impfung, über Mythen und Fakten. Und die Einstellung, die wir da vertreten haben, ist, das ist die Einstellung der Leute, die bezahlt werden, deren Arbeit es ist, sich damit auseinanderzusetzen. Und wir geben weiter, was die WissenschaftlerInnen dazu sagen. Und wenn wir mit KlientInnen oder Mitgliedern einer Gemeinschaft arbeiten, dann gibt uns dieser Raum eben die Möglichkeit zu fragen, was hat deine Pastorin gesagt?
was hat deine religiöse Anführerin gesagt? Lass uns über deine Ängste sprechen. In Bezug auf den deutschen Kontext, da muss ich mich bei euch allen deutschen StaatsbürgerInnen entschuldigen. Ich verfolge das überhaupt nicht. Genau, ich fokussiere mich auf Südafrika, aber in Deutschland weiß ich nicht, was da passiert. Ich sehe mich daher auch nicht befähigt, da irgendwas dazu zu sagen. Natürlich auch ein Decentering Europe zu wissen. Also Deutschland ist nicht der Nabel der Welt. Danke für einmal diese Antwort und auch danke, dass du da, es war jetzt auch sehr spannend zu hören, wie du nochmal ne, so skaliert hast, quasi von der Ebene des Individuums und des Subjekts quasi auf eine, sagen wir mal, soziale Bewegung, die sich organisiert oder die auf die Straße geht und dann aber zu sagen, okay, wie ist es denn? Ich fokussiere auf das, was ich kann und wo ich hinkomme. Das fand ich sehr, einen sehr guten Einwand auch. Mit Blick auf die Zeit, die schon sehr, sehr fortgeschritten ist, ich würde dich gerne fragen, Pumi, wie lange hast du Zeit? Möchtest du gleich gehen oder dürfen wir dich noch einen Moment bei uns haben? Na, I'm okay. Okay, cool. Yeah. Dann könnten wir yeah. vielleicht sagen auch... Das passt schon, das ist okay. Ich würde gerne noch Lucian bitten. Also es gab ja jetzt sehr, sehr viel Auseinandersetzung im Chat, die du sicherlich verfolgt hast. Falls es noch Fragen gibt, quasi jenseits der Verschwörungsdiskurse, vielleicht kannst du die noch auspicken. Und ganz vielleicht würde ich noch mal Rita zu Wort kommen lassen, aber sag uns doch mal, was für Fragen du noch hast. Und Pumi, es gibt auch schon einen Kommentar im Chat. Vielen Dank für deine Antwort. Und die Person, die das geschrieben hat, schreibt, diese Haltung finde ich auch für die deutsche Situation sehr hilfreich. Genau, also es gab viele, viele kleinere Fragen und viele Kommentare auch im Chat. Und es gab auf jeden Fall auch nochmal konkretes Interesse an der Arbeit von Sophia Town. Also als Frage einerseits, das hört sich wirklich so an, als müsste Sophia Town bei der Unterstützung der KlientInnen sehr tief in die Tasche greifen, vor allem wenn sie sich auf ihr Kerngeschäft beschränken müssen, obwohl der Hauptbedarf der Klienten bei Lebensmitteln liegt. Und wie hat sich das auf die Arbeit, auf die MitarbeiterInnen von Sophia Town ausgewirkt? Und wie kann die Organisation aber auch weiter unterstützt werden? Möchtest du darauf direkt eingehen? Es ist jetzt Zeit für den Werbung. Wie gelegen wird. Okay. I think Usche has already. Ich finde, dass eigentlich Usche, genau, du hast ja schon den Link zu unserer Webseite, deinen Chat gepostet. Und ich glaube, das wird euch schon helfen, einfach ein bisschen drüber zu browsen. Ja, da seht ihr die Probleme, die Thematiken, die uns beschäftigen. Was ich aber sagen wollte, in Bezug auf diese Angespanntheit, zwischen den Bedürfnissen der KlientInnen und unserem Kernanliegen. Das war immer schon unsere Herausforderung. Wir erinnern uns immer wieder selbst, dass wer wir sind, was eigentlich unser Anliegen ist und wofür wir auch bezahlt werden.
Also so sehr materielle Bedürfnisse also oft als das größte Problem auftauchen und scheinen. Wir haben auch gelernt, über die Jahre hinweg wirklich als TherapeutInnen zu arbeiten. Wir haben limitierte Ressourcen, aber wir nutzen die und wir sind in allererster Linie TherapeutInnen und mit ganz Langzeit KlientInnen und PatientInnen haben wir schon die Praxis, mal materielle Unterstützung zu leisten, eine Schuluniform zu finanzieren. Aber das tun wir eigentlich nur, um den therapeutischen Rahmen zu stützen, also wirklich in gewissen Grenzen. Und die Pandemie hat das Bedürfnis oder diese Umstände noch schärfer klar gemacht. Also ich kann mich nicht in alles einmischen. Ich kann nicht alle Probleme lösen. Ich kann dich fragen, wie geht's dir? Wie ging's dir letzten Mittwoch? Wie geht's dir heute? Wie hast du die letzten 7 Tage verbracht? Erzähl mir was von deiner Woche und einfach Geschichten der Verzweiflung und des Hungers zu hören, der Hoffnungslosigkeit. Und man kann darüber reden, was es für Probleme mit der Schwiegermutter gibt. Und das ist natürlich limitiert, aber wir arbeiten auf einer persönlichen Ebene mit Menschen. Und wir sind ein kleines Team und wir reflektieren, aber auch wir haben Supervision, sodass die ArbeiterInnen auch mal über ihre eigene Verzweiflungen, Fürchte, über ihr Schuldgefühl sprechen können, wenn sie beispielsweise eine Person annehmen und die andere ablehnen, weil sie irgendwie instabil im Kontakt waren und dann wieder auftauchen und dann kommt raus, okay, es werden Gutscheine ausgegeben und dann tauchen die Leute wieder auf. Das passiert. Also wir haben Räume, wo wir dann den MitarbeiterInnen auch erlauben können, ohne Verurteilung und Wertung darüber zu sprechen und das auch zu verarbeiten. Und um uns daran zu erinnern, wer wir eigentlich sind. Wenn man eine flexible Organisation sein will und eine reflektierte, dann muss man wirklich im Kontakt mit sich selber bleiben und sich gegenseitig erinnern, dass, also es gibt eine große südafrikanische Organisation, die heißt Gift of the Givers, die gibt quasi Geschenke an die Gebenden und wir sind nicht diese Organisation. Wir sind eine psychosoziale Beratungsstelle und Organisation. Und wenn wir das im Kopf behalten können, können wir mit dem umgehen, was wir erleben. Die Unterstützung des Teams, die Unterstützung der MitarbeiterInnen ist sehr wichtig. Wir haben wöchentliche Supervisionsgruppen, in denen wir über all das sprechen können. Denn es ist hart. Es ist wirklich nicht leicht, unsere Arbeit. Dankeschön für nochmal die Erläuterung zu eurer Arbeit. Ich bin gerade, wenn ich dich gefragt hatte, Pumi, wie lange kannst du noch? Und ich habe natürlich, die DolmetscherInnen müssen ja auch gefragt werden, ob sie überhaupt noch weiter in den Kanälen sein können. Und für uns die Verdolmetschung. Ich habe jetzt, ja, ich bin mir nicht ganz sicher, wie ich diese Signale deuten soll, aber vielleicht sagen wir einfach, Ritas Statement, was ich eigentlich gerne einspielen würde, das hängen wir einfach als Snippet und später bei, das hängen wir einfach
an, wenn wir nämlich ganz zeitnah die Aufzeichnungen für diese Veranstaltung der Ringvorlesung online stellen werden. Und genau. Und Pumi, wenn du magst, dann würde ich oder würden wir dir gerne nochmal quasi die Gelegenheit für ein Abschlussstatement geben. Und wir hatten gedacht, wir wollten dich vor allen Dingen gerne fragen, welche Praxis du sagen würdest, was braucht es jetzt? Welche Schritte könnten unternommen werden? Oder sowas wie nochmal ein Spotlight setzen auf vielleicht die vielen Interventionen, die ihr habt gegen die Angst oder auch gegen die Aggression und die Abwehr. Was wäre dein Favorite? Ich glaube, Pumi, du bist gerade, you're muted. Du bist auf stumm geschaltet. Okay. Alright. Also, für mich, ich glaube nicht, dass es irgendwem leicht fällt, Ängsten gegenüberzutreten. Denn bevor man sie verarbeiten kann, muss man Ängste wirklich annehmen. Man muss sie identifizieren und man muss sie annehmen. Man muss sagen, das sind meine Ängste. Und sie dann rauslassen können, irgendwo in einem sicheren Raum mit einer Person, die das normalisiert, wodurch man geht und das anerkennt, dem Raum gibt, was man durchmacht. Einfach nur als Mensch anerkannt zu werden. Gesagt zu bekommen, dass es okay ist, dass es gesund ist für Menschen, dass man ihnen, dass sie gesagt bekommen, das, wodurch du, was du gerade durchmachst, hast du noch nie durchgemacht und es ist völlig okay, diese Ängste zu haben. Also Beziehungen, die eine gewisse Sicherheit bieten, sind extrem wichtig. Und das ist unser Fokus in der Arbeit, wirklich konstant Beziehungen aufzubauen und zu erhalten. Wir sollten nicht verschwinden. Wir sollten Beziehungen anbieten, egal ob es ein Anruf ist oder jetzt bis zur Öffnung, die wir mittlerweile schon wieder haben, denken. Aber es geht wirklich um die Kontinuität und die Stabilität in der Beziehung. Denn das ermöglicht überhaupt erst den Prozess, Ängste anzuerkennen, anzunehmen, über sie zu sprechen. Und sich wirklich so zu fühlen, zu merken, ich werde nicht einfach nur verrückt. Also am Anfang hatten wir das Privileg, von zu Hause zu arbeiten. Und am Anfang habe ich so sehr versucht, unglaublich viel zu arbeiten. Und wenn man dann liest oder irgendwie Nachrichten darüber bekommt, irgendwas darüber liest, wie man mit Stress umgehen soll, dann merkt man überhaupt erst, ich bin nicht die Einzige und ich tue immer was, ich bin immer noch produktiv. Und das auch von anderen zu hören, von anderen gesagt zu bekommen oder über Nachrichten in Ghana zu lesen, in den USA, dass Leuten das Gleiche durchmachen wie man selber. Und man kann sagen, okay, ich kann durchatmen, es bin hier gerade nicht ich, die faul ist. Die Angst, faul zu sein, ist wirklich nicht wichtig. Ich muss mich nicht beweisen. Und das wird mich nicht aufhalten. Also ein bisschen hat es sich, das Virus hat uns natürlich schon aufgehalten, aber nicht komplett. Und
Es geht um sichere Räume und wirklich um Konsistenz und nicht um ganz schnelle Lösungen. Man kann mit Angst nicht ganz schnell fertig werden. Und diese Ängste dürfen sich nicht auch einfach unterdrücken lassen. Ängste zeigen, dass man verletzlich ist. Und sehr wenige Leute wurden damit sozialisiert, dass es in Ordnung ist, verletzlich zu sein. Und zu sagen, ich habe Angst, ist so ein heftiger Moment. Und afrikanische Männer, wenn afrikanische Männer zu dir sagen, ich habe Angst, dann sagt man, Entschuldigung, bitte was? Aber es ist okay. Es ist okay für Männer zu sagen, ich habe Angst und ich weiß nicht, was ich machen soll. Punkt auch berührt, die auch schon vorher gefallen sind. Ich würde da jetzt gerne nochmal, also vielen Dank, dass da hast du nämlich vor zwei Sitzungen hatte Vanessa Thompson über Atmen und die Verunmöglichung des Atmens gesprochen, in der Pandemie auch als rassistische Verunmöglichung zu sagen, I can breathe, und wir schaffen diese Räume des gemeinsamen Atmens und des Beziehungen aufbauen, das möglich machen, auch in einem psychologischen, nicht verrückt zu werden, quasi in dieser Pandemie. Das würde ich gerne auf jeden Fall für heute nochmal so festhalten und dann auch mit in die nächste Sitzung im nächsten Jahr, wenn es am 17. Januar darum geht, mit Cynthia Ruzza und mit Clemencia Correa, die du ja auch kennst, Pumi, über Care und Fürsorge wieder die Ausbeutung zu sprechen. Und in der Zwischenzeit vielen, vielen herzlichen Dank für diesen Input und für diese Einsicht, also auch so tiefe in eure Arbeit, liebe Pumi. Danke auch Usche, danke Lucian, danke Enterprise und Andrea und Ralf und genau Lucian hinter den Kulissen. Herzlichen Dank auch an alle, die noch geblieben sind und die vielen Fragen und die guten vielen Fragen im Chat. Dann einen Abend erstmal. Bis dahin. Thank you very much. Thank you. Bye. Vielen Dank. Bye. Tschüss.